Kann man sich Abonnenten oder Follower kaufen? Ich glaube, im Moment kann man Follower kaufen, aber es müsste sauber sein. Es muss sauber vorgehen. Ein gutes Beispiel. Es bringt nichts, in Indien für 5.000 Euro 100.000 Follower zu kaufen, weil das halt relativ zügig rauskommen kann, wie bei vielen verschiedenen Politikern, die das genauso machen, um einfach nur den Schein zu wahren, weil sie halt am Anfang kaum Follower haben und dann denken sie sich, ja, dann kaufe ich was dazu, dann wird alles gut. Das kann kurzfristig funktionieren. Nein, man sollte halt die Werbeform von Facebook nutzen. Sehr schlau, sehr klug, ein gutes Beispiel. Wenn ich schon bei Facebook Follower kaufe, aus dem Netzwerk Facebook, dann muss ich genau sagen, wo sollen die Menschen herkommen, also aus Deutschland. Am besten aus welcher Region sollen die Leute kommen. Welche Interessen sollten sie haben, damit sie meinem Interessen decken. Und schon wird es halt sehr spannend. So schon kommen Menschen, die halt vorher man nicht kannte und durch den Kauf zu echten Freunden werden und zu interessanten Partnern werden, Gesprächspartnern innerhalb der sozialen Netzwerke. Alles andere macht keinen Sinn. Alles andere deckt sich irgendwann mal auf. Alles andere wird sichtbar demnächst, dass man halt sieht, das sind gekaufte, billige Follower, die keine Interaktion machen, gar nichts machen, sondern einfach nur des Scheins willen. Und das kann sehr peinlich werden. Du hast es schon einmal kurz angedeutet, die Follower müssen zu mir passen. Was sagen die Follower über mich aus? Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, gibt es ja heutzutage diesen Begriff Big Data. Und Big Data analysiert automatisch halt alle möglichen Dinge aus, die relevant sind, um mich dann besser in Google oder in anderen Systemen, Datenbanken wiederzufinden. Bedeutet für den Mensch selbst. Wenn ich natürlich sehr spannende Persönlichkeiten habe, die meine Freunde sind, dann werde ich auch einen Score bekommen, so eine Art Internet-Score, den es heute schon x-fach gibt, wie Cloud-Score, Google-Rank und so weiter, die ausrechnen, wie wichtig ich bin für die Gesellschaft durch meine Freunde und dadurch halt mehr Aufmerksamkeit bekomme durch das Internet selbst. Das ist sehr philosophisch, aber man muss sich das so vorstellen wie ein System, was denkt und es überprüft die ganze Zeit, mit wem interagiere ich, wer ist davon spannend und dann kommt dann zum Ergebnis, wenn er mit so spannenden Menschen interagiert und so tolle Inhalte produziert, dann muss er selbst spannend sein. Und dadurch werden diese Menschen dann höher gerankt in den Google-Suchmaschinen, bei der Suche grundsätzlich. Und das ist natürlich etwas, was wir halt beherrschen müssen. Das ist zusammengefasst ein komplett neues Führungsverständnis, Digital Leadership-Verständnis. Das wird halt in den nächsten Jahren noch viel klarer, was das bedeutet. Wer heute anfängt, gewinnt.